Endlich regnet es. Ich habe Regen für mich. Ich dachte eigentlich, der Regen ist schon weg. Der ist, ist ausgewandert, ist ein Flüchtling weg aus Deutschland übers Mittelmeer nach Afrika. Aber nein, der Regen ist da geblieben. Gott sei Dank, Regen. Schön, dass du noch da bist. Ich freue mich. Hi. Moin. Moin. Du bist süß. Habt ihr gesehen? Ich habe schon lange keine Frau mehr gesehen. Und das war wirklich eine süße Frau. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, möchte aber einfach mal dranbleiben und mir die Zeit ein bisschen vertreiben, weil ich im Trocknen stehe und der Patrick vollgepisst wird. So, es geht weiter. Liebe kleine Elfe! Leute, die Jüngste ist er nicht. Die Polizei Blankenese hat uns gefilmt und wir haben zufällig ihre Kommentare auf dem Handy, wie sie sich über mein Alter unterhalten. Das ist grandios und zweitens, er hat mich einfach ausgelacht. Ich bin für ihn wie eine Elfe. Aber ich habe 5 Kilometer geschafft und jetzt kommen die Dinger wieder runter. Es geht aufs Fahrrad, es fängt eh das Pissen an. Und ja, 2 Herausforderungen stehen noch an. Tag 11. Wir verlassen gerade Hamburg. Wir sind auf der Zielgeraden. Irgendwie wird einem bewusst, was man alles gesehen hat. Von den Bergen, von diesen Megasteigungen, von der Hitze. Jetzt irgendwie an der Elbe. Mit einem wahnsinnigen Blick auf den Hamburger Hafen. Hier am Strand. Wahnsinn, was für ein Tipp. Wisst ihr, dass ich mir im Osten 2-3 Grundstücke und Häuser gekauft habe, beziehungsweise kaufen habe lassen von Rockantenne. Und ich überlege gerade, mir in Blankenese auch so ein kleines Schlösschen zuzulegen. Am besten das da oben. Hey, egal, was soll ich sagen, ich bin immer noch geplättet. Schaut euch das mal an. Hä? Ist das nicht schön? Dafür hat sich der Trip schon gelohnt. Es war schon... Wir haben schon viel gesehen. Wahnsinn, Leute, wir sind in Itzehoe. Wie wird das eigentlich richtig aus? Itzehoe, oder? In Itzehoe. Wahnsinn, Leute, wir sind in Itzehoe angekommen. Wir sind sogar durch Itzehoe durch. Haben jetzt schon diverse Metalheads gesehen auf dem Weg dahin und sind schnell durchgefahren. Wir haben von hier aus noch genau 15 Kilometer. Die werden wir morgen zu Fuß absolvieren. Und alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Die letzten 11 Tage oder 12 Tage dann morgen. Dieses Fahrrad ist der Wahnsinn. Ich möchte ein Kind von ihm. Es hat ausgedehnt, es hat diese Tour bestanden mit nur einem kleinen Platten. Ja, ansonsten war das schon ein echt fetter Trip und heute auch mal wieder so aus Hamburg raus. Hierher. Krass. Anti alles! Anti alles!